Liebe Gossip-Welt, was ist hier schon wieder los? Jetzt haut Michelle aber mal so richtig gegen Terror Mike raus. Und was sie da erzählt, ist wirklich fast unglaublich. Ich habe aber noch ein bisschen mehr Gossip für euch. Nämlich bei The 50s ist auch schon wieder was vorgefallen, was, naja, sagen wir mal so etwas spicy ist. Und dann die Frage des Tages: Wer ist eigentlich Yvonne Mullen? Das jetzt in diesem Video. Jetzt brettert uns Michelle aber richtig einen rein und packt jetzt aus. Und das ist genau dieses Verhalten, was ich ja auch wieder kürzlich erleben durfte. Immer wieder räumt man diesem Terrormenschen, dieser Terrorzelle des Reality, eine Möglichkeit ein oder schließt wieder Frieden oder ja, reicht die Hand, wie auch immer. Und sofort wird man wieder verraten, verkauft, Dinge verdreht, was auch immer. Leute, es ist so unfassbar, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Deswegen hören wir mal diese Story an, was Michelle da erzählt. Und es zieht euch die Schuhe aus, wenn ihr sie nicht schon aus habt. Hier sehen wir die Insta-Seite von Michelle und da hat sie was in die Story gepackt und das hören wir uns mal wirklich an, weil es einfach echt wichtig ist, ja? So, es fällt mir jetzt ziemlich schwer, darüber zu sprechen, aber ich habe die Entscheidung getroffen, jetzt Details auf mein Privatleben zu sagen, dadurch, dass ich dass ich täglich seit mehreren Wochen traktiert werde von Mike in YouTube-Videos, er private Dinge aus. Ja, also er redet ja nicht nur in der Sendung schlecht über sie, sondern tatsächlich auch so gut wie in jedem seiner Livestreams, in jedem seiner Videos etc. Plaudert und auch private Details, die unsere Beziehung anbelangt haben, an mehreren Leuten rumgeschickt hat. Also er hat Dinge an fremde Personen weitergeleitet. Was er aber wiederum von seinen Fürsprechern ja erwartet, dass er alles weitergeleitet bekommt und so weiter. Und Okay, und das mir zugetragen wurde. Er macht das immer per Einmalnachricht, aber ja, das ist richtig, das kann ich bestätigen. Er macht es immer, wenn es was Wichtiges ist, per Einmalnachricht, ob es eine Voice ist oder wie auch immer. Schickt man ihm aber etwas per Einmalnachricht, dann tut das mit einem zweiten Handy oder Kamera abfotografieren oder abfilmen, damit er es auch hat. was er da verschickt, ist einfach nicht die Wahrheit. Ich erzähle euch eine folgende Situation, um die es am häufigsten geht. Es war eine Situation in einer Beziehung, war kurz vor der Trennung. Ja, da hat Mike mich gefilmt. Er hat mich oft gefilmt, auch zuvor. Also heimlich gefilmt oder bewusst gefilmt zum Provozieren oder heimlich einfach sein Kontrollwahn, den er ja hat, ja, und seine Paranoia zu befriedigen. Also das sieht man ja schon mal, das ist ja nicht gesund. Das ist ja weder eine gesunde Beziehung, noch ist dieser Mensch in irgendeiner Form, würde ich sagen. Also das ist kein normales Beziehungsverhalten, das ist auch kein normales soziales Verhalten. Das ist in der Tat ein asoziales Verhalten. Ich zum Beispiel mal in Rage war oder irgendwie von meiner temperamentvollen Art und Weise, was ich ja auch kein Hehl draus mache, dass ich das bin, habt ihr ja schon oft gehört. Ja, aber er macht es ja so weit, treibt es ja mit jedem, dass er ausrastet, dass jeder in seinem Umfeld mit ihm ausrastet und aneinander gerät. Nur bei denen, wo er eben große Dinge befürchtet, ja, großen Gegenwind befürchtet, da schleimt er zu. Und da war eine Situation, da lag er auf dem Bett. Wir haben gestritten. Ich stand 4 Meter von ihm entfernt. Er hat das gefilmt und ich habe ihn frei. Er filmt eine Streitsituation. Überlegt euch das mal kurz. Was musste sich diese Frau alles gefallen lassen? Mal gebeten, mit der Aufnahme aufzuhören, dass ich das nicht möchte. Und er hat es aber nicht getan und hat mit provokant weitergefilmt. Dann bin ich zu ihm gegangen
habe versucht, das Handy wegzureißen, weil ich halt wusste, dass er dieses Material wieder rumschickt, dass die Gefahr groß ist, dass er das wieder rumschickt. Also er filmt eine Streitsituation oder eine Situation, die er höchstwahrscheinlich heraufprovoziert hat, um es dann gegen sie zu verwenden und einen Beweis zu haben, dass er ja der Unschuldsengel ist, weil er sagt, guck, so rastet sie aus, da schneidet es dann noch entsprechend vielleicht ein kleines Stückchen. Also das heißt, dass man das Ganze davor und danach ja gar nicht mitbekommt. Und dann habe ich ihm, weil er lag, das Handy aus der Hand, so mit dieser Hand so wegnehmen wollen. Er hat es weggezogen, also das Handy gezogen, und dann ist dadurch ein Kratzer an seine Stirn gekommen. Und da, mit diesem Kratzer, behauptet er jetzt, sie sei gewalttätig, übergriffig und völlig aggressiv. Das wird rausgedreht. Es wird ja nur diese Millisekunde genommen, ja, und denkt, geil, jetzt habe ich richtig was in der Hand. Guckt euch das an. Also, eigentlich, wenn ich das jetzt so sehe, ja, würde ich links und rechts gerade nochmal draufhauen, ja, ehrlich, für Michelle. Wir haben das aber dann geklärt, er hat gesagt, ja, ist erledigt, ist okay, wir klären das, gut. Dann habe ich am nächsten Tag von meiner Freundin eine Nachricht bekommen, über die Alma-Nachricht, dass er ihr das Foto geschickt hat. Überlegt mal, da hat er das rumgeschickt, wieder ein paar Alma-Nachricht, das arme Opfer. Und da dachte ich schon, wow, das ist krass. Ich konnte ihr das aber dann auch plausibel erklären und dann war auch gut. Und am nächsten Tag war die Wunde auch weg. Da habe ich noch neben ihm im Auto gesessen und gesagt, die Wunde ist ja weg. Warum hast du das denn verschickt? Warum? Das war doch geklärt. Jetzt musste ich erfahren, dass er bei den Leuten, wo er das rumschickt, und das sind Leute auch mit Einfluss. Okay, also Leute mit Einfluss. Ich weiß jetzt nicht, ob er es dann an Produktion schickt, an Produktionsmitarbeiter. Höchstwahrscheinlich hat er auch die RTL-Chefetage, mit der er ja auf Du und Du ist, informiert darüber, was für eine brutale, brutale Schlägerin sie ist. Und man sieht das auch, dass es ein Kratzer ist, weil so ein Witcher hat nach oben, ne? Dass er dazu sagt, ich hätte ihn geschlagen. Und es ist einfach ein Punkt, ich gebe zu, das ist übergriffig, jemand das Handy wegzureißen, das ist meine Privatsphäre, das hat man nicht zu filmen, wenn ich das nicht will. Das ist richtig, du hast, genau so ist es, es ist dein Recht und man filmt so etwas nicht mit. Es ist auch nicht erlaubt, es weiterzuschicken. Auch das ist richtig. Und ja. Das geht einfach alles zu weit. Ich werde seit mehreren Wochen von ihm jeden Tag, ich ignoriere das auch mittlerweile, aber dadurch, dass mir gedroht wird, diese Dinge halt zu sagen, stelle ich sie am Anfang richtig, weil ich mich nicht erpressen lasse und auch zu den Dingen stehen will, die ich gemacht habe, obwohl ich so private Sachen überhaupt nicht erzählen will. Nur wenn es so weit geht, dass da Lügen über mich verbreitet werden und mir auch gedroht wird, da hört es bei mir auf. Ich lasse mich nicht erpressen. Und versuche die weiteren Wochen, ich weiß nicht, wie lange er es noch macht, durchzustehen, wo er private Dinge dann noch irgendwie erzählen will. Das war halt das, was mir eingefallen ist, wo ich mich mal übergriffig verhalten soll, weil ich bin nicht jemand, der, ich bin ein Gegner gegen Gewalt. Und das ist das, was ich euch mitteile und das ist mir, weiß Gott, nicht leicht gefallen. Das glaube ich, dass ihr das überhaupt nicht leicht gefallen ist. Das muss ich wirklich sagen. Da bin ich selber schockiert drüber. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt verwundert wäre, ja, dass er das dann halt so versucht zu benutzen, um jemand anderen zu diffamieren. So, das sind erstmal die Updates aus dieser Michelle-Mike-Front, möchte ich sagen. Es gibt aber noch ein bisschen mehr und da schauen wir jetzt mal rein. Der Tommy hat eine Fragerunde gestartet bei Instagram und da kamen so zwei, drei Fragen auf, über die wir einfach mal sprechen müssen.
Oh Gott, so. Siehst du nur 1% Möglichkeit, irgendwann mit Sandra zusammenzukommen? Wenn ja, nein, wieso? Ich habe eine Freundin, sie heißt Paulina Lubas, und ich bin noch nie so glücklich gewesen in meinem ganzen Leben mit ihr. Punkt um Ende. Ja, richtig, ja, so. Klare Kante zeigen, zum Partner stehen, das ist das, was wir sehen wollen von glücklichen Paaren. Yvonne Muhlen erklärt sehr gut die Situation zwischen dir und Paulina. Wer ist Yvonne Muhlen? Sorry, Yvonne, aber die Frage habe ich mir auch schon so oft gestellt, ja? Nein, also, qui est Yvonne Moulin? Qui est Yvonne Moulin? Petit filou, tu as regardé le video de Yvonne und ja, fragst dich jetzt wahrscheinlich, hat sie recht mit manchem, was sie sagt? Oh, ist sie. Hat die YouTubende Person recht, oder nicht? Ne? Es ist trotzdem eine Einleitfrage. excuse me, Philo, du hast die Trigger. Hast du Trigger bekommen von dem Video, Tommy? Sonst würdest du. Oh. Du kannst ein Buch lesen. Sie hat ein Buch geschrieben, dann weißt du, wer sie ist, ja? Gibt es bei Kindle, kannst du also auch in Nizza bekommen. Oh Gott. Oh Gott, also. Yvonne weiß, dass ich das mache. Es ist kein Diss gegen Yvonne, aber es ist einfach so ultra lustig, ja? Wir haben uns heute schon darüber so amüsiert. Natürlich weiß der ganz genau, wer sie ist. Also wirklich. Wie dumm, ey. So, Fernbeziehung, nein, danke. So, da, ich suche immer noch die Tränen, die du in Folge 1 in den Augen gehabt haben sollst. Ja, ein Fall für Galileo Mystery, ja. Ich habe die auch nicht gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also wirklich. Dann schauen wir mal kurz in meine Storys rein. Schaut mal hier. So, Georgina hat hier irgendwie jemanden besucht mit Löwen, ja, der Löwenheld, der Privatlöwenheld ein. Und das ist jetzt kein Dompteur. Und da haben wir natürlich auch nochmal ein bisschen ein größeres Statement. Also ein Statement, Achtung. Ich habe ganz viele böse Nachrichten und Kommentare und DMs von euch erhalten. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe 24 Stunden darüber Ich habe 24 Stunden darüber nachgedacht. nachgedacht, was ich sagen soll und ob ich was sagen soll dazu. Hey! Ich habe einmal im Leben habe ich 24 Stunden nachgedacht. Das erste Mal. Gib mir doch einfach mal schick mir doch mal konstruktive Kritik Schickt mir doch mal konstruktive Kritik, ja? und Lösungsvorschläge anstatt Beleidigungen. Ich habe unter anderem Nachrichten wie ich spuck auf dein Grab und ich will dich töten und so. Ich habe nicht Morddrohungen Ja, also das geht natürlich nicht. bekommen, weil ich gestern Abend ein Video mit einem Tiger gemacht habe. Ich war gestern Abend eingeladen zum Dinner und ich kann nichts dafür, dass der Gastgeber da zu Hause Löwen hat, aber ich wusste. Also, ich war eingeladen zum Dinner und ich kann nichts dafür, dass der Gastgeber Löwen hat, ja? Dabei warst du doch bestimmt auch bei der Party dabei, wo Prinz Markus mit dem Fußball die Schildkröte abgeschossen hat. Auch nicht, was ich machen soll. Soll ich den Löwen mit nach Hause nehmen? Also ich. Ja, soll ich den Löwen mit nach Hause nehmen? Das ist sein Löwe, er hat ihn bei sich zu Hause und hat mich zum Essen eingeladen. Ich wusste nicht, auf was ich mich einlasse. Was da Ich wusste nicht, auf was ich mich einlasse, ja? Also. Oh Gott, oh Gott. Herr, lass Hirn regnen, bitte in Dubai. zukommt, ist bestimmt keine Lösung, mir Morddrohungen zu schicken und mir zu schreiben. Also ich habe bestimmt 1000 Morddrohungen erhalten seit gestern. Ihr habt also die Leute, die mir Morddrohungen geschickt haben, die werden alle blockiert. Und ich gucke mir das an. Ich möchte solche Leute nicht haben, die mir Ja, das ist auch nicht in Ordnung. Also Morddrohungen geht so weiter, wie auch schon genug bekommen. folgen, die so agieren. Und ich habe noch nie ein Haustier gehabt. Ich habe auch keine Haustier. Also ich habe noch nie ein Leo gehalten oder bin auch nicht dafür. Ich habe noch nie ein Leo gehalten. Ein Leo? Was ist ein Leo? Ein Leo? verantwortlich. Und ich habe auch nicht gesagt, dass ich das unterstütze. Und ja, genau. Alle Leute, die mir Morddrohungen und böse Nachrichten. So, meine Lieben, ich habe ganz viele böse. So. Einige haben mir hier gezeigt, dass es den Tieren anscheinend hier besser geht als vielen Menschen in Deutschland. Den Tieren mag es besser gehen. Wie sieht's aus mit Schwulen, Frauenrechten, Situation der Frau?
Scharia, Terror, Gefahr. Ja, da zeigt sie nochmal die Nachrichten. Okay. Ja, also die Sonne in Dubai verbrennt viele Gehirnzellen. Das haben wir also auch schon ganz oft mitbekommen. Von daher jetzt auch nicht so tragisch, auch nicht so super schlimm, ne? Aber ja. Dann habe ich noch einen Spice, den ich mit euch teilen möchte. Und zwar hier den Royal Spice. Knallen, das ist ja nun mal so. Ja, bei Forsters hat er Gina Lisa. Ja, und es geht um Tiogo, der sein Ding in jedem Format auspackt. Bei Forster schon. Und Sommerhaus. Bei The 50, was man nicht gesehen hat, was hat er Christina Dimitriou gebumst. Und das war so krass. Er hat oben, es gab ja Doppelbetten, er hat oben mit ihr geschlafen, also würde es anders nennen. Und unten, drunter oder ein bisschen weiter entfernt, hat sich jemand aus deinem Management selbst daran bedient. Also er hat ja zugeguckt und sich selber gemacht und das war Tobias Wegener. Zugeschaut und hat sich selbst beglückt. Aus meinem Management? Ja. Hat sich. Was? Aus meinem Management jemand? Jemand masturbiert, der mit mir im gleichen Management ist, ist eine masturbierende Person. Dazu? An seiner Palme gespielt. Das kannst du doch hier nicht alles droppen. Achso, darf ich das nicht? Ah, doch klar, aber. Kannst du hier nicht droppen, aber doch klar. Natürlich, wir lieben Dinge, die getroppt werden. Und das war jetzt mein Schmankerl zum Sonntagabend. Und lasst einen Kommentar da, ein Abo, ein Like. Und wir sehen uns morgen wieder in der neuen Woche. Bis dahin. Und denkt dran, vielleicht könnt ihr mir ja auch nochmal die Frage beantworten. Er ist eigentlich Yvonne Muhl. Nein, alles gut. Wir haben kein Beef mehr. Alles Wogen geklättet. Alles easy peasy. Also deshalb, ich habe ihr das auch geschickt vorher. Weiß Bescheid. Bis dann.